Im Mai gibt es im Garten richtig viel zu tun, deswegen schnappen wir uns unsere Gummistiefel und schauen uns mal an, welche Aufgaben im Mai richtig, richtig wichtig sind. Im Mai ist es ja oft schon viel wärmer als vorher und das bedeutet zum einen natürlich, dass unsere Pflanzen ganz toll wachsen, aber zum anderen natürlich auch, dass die Schädlinge, wie zum Beispiel Schnecken, wieder viel aktiver werden. Ich habe es im April-Video schon gesagt, deswegen jetzt hier nur eine kurze Erinnerung. Schützt eure Pflanzen vor Schnecken, schützt euren Kohl, auch wenn ihr ihn draußen anbaut, mit Kulturschutznetzen vor dem Kohlweißling und der weißen Fliege. Das ist einfach super wichtig, dass ihr da jetzt dran denkt. Ich lasse abgeblühte Blütenstände vom letzten Jahr ganz gerne bis in den Mai rein stehen, weil da ja auch Insekten drin überwintern. Aber jetzt, wo es wärmer wird, können wir die auch abschneiden und ein bisschen in unseren Gärten aufräumen. Und das machen wir jetzt mal. Beerensträucher, wie zum Beispiel Himbeeren oder auch Johannisbeeren oder Stachelbeeren, Josterbeeren, die freuen sich jetzt über eine Düngergabe, damit sie dann auch ordentlich Beeren produzieren. Und außerdem verteile ich jetzt auch ganz gerne Mulch zwischen den Beerensträuchern und gebe denen auch noch eine Ladung Kompost. Die Jungpflanzen brauchen jetzt natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Es ist sowohl an der Zeit, wieder neue Jungpflanzen im Haus vorzuziehen, damit ihr dann auch rund ums Jahr ernten könnt, als auch die Starkzehrer unter euren Jungpflänzchen, also zum Beispiel den ganzen Kohl oder auch die Tomaten, die jetzt vielleicht noch im Haus stehen, mit einem biologischen Flüssigdünger über das Gießwasser zu düngen, weil die Anzuchterde, die man zur Jungpflanzenanzucht ja oft verwendet, ja ganz nährstoffarm ist. Das ist auch extra so, damit die Jungpflanzen erstmal schön ordentlich Wurzeln bilden, aber dann finden die natürlich nicht genug zu essen und deswegen die Stark- und Mittelzehrer bei der Anzucht jetzt auf jeden Fall noch zudüngen. Und dann müsst ihr die natürlich auch abhärten, bevor die nach draußen ins Beet umziehen können. Dafür fangt ihr eine Woche vor dem Rauspflanzen an und gewöhnt die langsam ein bisschen an das Sonnenlicht, weil wenn die drinnen aufgewachsen sind, dann haben die ja noch nie wirklich Sonnenlicht abbekommen und dann können die ganz schnell einen Sonnenbrand bekommen und gehen dann einfach ein. Das ist richtig doof. Deswegen stellt sie erstmal ein bisschen in den Schatten am ersten Tag und dann wieder ins Haus und dann stellt ihr sie am zweiten Tag vielleicht mal kurz in die Sonne, dann wieder in den Schatten, dann wieder ins Haus und so gewöhnt ihr sie Schritt für Schritt daran, dass sie dann nach einer Woche wirklich gewappnet sind für das abenteuerliche Leben draußen im Beet. Wusstet ihr, dass ihr aus Brennnesseln euren eigenen Dünger herstellen könnt? Dafür einfach einen Eimer voll Brennnesseln pflücken, mit Wasser auffüllen und am besten noch eine Handvoll Gesteinsmehl reingeben, damit das die unangenehmen Gerüche unterdrückt. Und dann jeden Tag umrühren, natürlich abdecken, dass keine Insekten reinfallen. Und wenn die Brennnesseln dann schön braun geworden sind, dann könnt ihr die Blätter einfach rausfiltern und eure Jauche dann verdünnt als Dünger für eure Starkzehrer und Mittelzehrer verwenden. Denkt daran, dass es im Mai schon mal die ein oder andere Trockenperiode geben kann, eure Pflanzen aber oft noch ganz klein sind und deswegen noch vom Gießwasser abhängig sind. Also nicht vergessen, wenn ihr gerade was ausgesät habt oder Jungpflanzen ins Beet gesetzt habt, dass ihr dann den Boden in den nächsten Wochen immer schön feucht haltet. Und dann habe ich einen Paprikatipp für euch. Und zwar bilden die Paprikapflanzen oft hier oben in der Mitte so eine allererste Blüte aus im Mai. Und bei meiner ist es noch nicht so weit, aber die kommt bestimmt. Wir filmen ja auch im April. Aber das ist ganz wichtig, dass man diese allererste Königsblüte, heißt die, ausbricht, weil die Paprikapflanze sonst all ihre Kraft in diese erste Frucht steckt und nicht in ihr eigenes Wachstum. Es ist aber wichtig, dass die Pflanze erstmal ein bisschen größer wird, bevor sie dann auch Früchte trägt. Deswegen die erste Blüte, vielleicht auch die ersten zwei, drei Blüten einfach ausbrechen. Dann habt ihr hinterher eine größere Ernte von euren Paprikapflanzen. Der Mai ist auch der Monat, in dem ich mit dem Mulchen anfange. Und zwar verteile ich da jetzt um alle Pflanzen, die so ungefähr 10, 15 cm groß sind, eine Schicht aus organischem Material. Ich nehme dafür Holzhackschnitzel und manchmal auch Rasenschnitt, wenn der anfällt. Die Holzhackschnitzel haben den Vorteil, dass man eben auch Schnecken abwehrt, weil die da nicht so gerne drüber kriechen wie über andere Mulchmaterialien. Und wenn dann Richtung Sommer die Pflanzen noch ein bisschen größer werden, dann könnt ihr die Mulchschicht ruhig nochmal erhöhen, sodass der Mulch richtig schön Unkraut unterdrückt und auch das Wasser im Boden hält, sodass ihr viel weniger gießen müsst. Seht ihr, wie viel besser im Frühbeetkasten alles wächst? Es ist jetzt aber langsam ein bisschen zu warm da drin für unsere Gemüsepflanzen und außerdem stoßen die auch alle schon oben an, sodass sie jetzt ganz krumm weiter wachsen. Und deswegen ist es im Mai an der Zeit, dass wir den Frühbeetkasten abnehmen, im Keller verstauen und dann kann der im September, Oktober wieder auf die Hochbeete draufgeschraubt werden.
Wisst ihr, was das ist? Gemüsepflanzen sehen oft ganz anders aus, wenn sie Babys machen wollen und in die Blüte gehen. Das ist Grünkohl, der ist hier für die Saatgutvermehrung. Daneben steht noch Wirsing, aus dem ich auch Saatgut ziehen möchte. Und wenn ihr euch mal in eurem Garten umschaut und ihr im Winter vielleicht auch schon Gemüse angebaut habt, dann seht ihr jetzt, dass einige Gemüse, wie zum Beispiel der Feldsalat oder manchmal auch schon der Spinat, jetzt langsam anfangen zu blühen. Und das ist total schön, wenn man so sein eigenes Saatgut nehmen kann. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, dass wir Hausgärtnerinnen und Hausgärtner unabhängiger werden von den großen Saatgutkonzernen, dass wir das Wissen erhalten, wie man Samen weitervermehrt und das auch wahnsinnig viel Spaß macht, habe ich mich mit Luzi von Dreschpflege zusammengetan. Luzi ist eine von meinen Mitarbeiterinnen. Die arbeitet also bei Wurzelwerk, aber die hat eben auch einen Saatgutbetrieb, wo sie eigenes Saatgut herstellt und deswegen auch wahnsinnig viel Ahnung von dem Thema. Und sie hat ein E-Book geschrieben und das verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch gerne holen und dann wisst ihr von Anfang bis Ende für Anfänger erklärt, wie man sein eigenes Saatgut erzeugt. Also ganz viel Spaß damit. Seht ihr diese Pflänzchen hier? Das ist die rote Beete, die ich gesät habe. Die ist ganz vereinzelt aufgegangen, an anderen Stellen überhaupt nicht. Und deswegen vereinzel ich die jetzt. Es muss ja nicht, auf einer Stelle müssen ja nicht ganz viele Pflanzen wachsen, haben die ja gar nicht genug Platz, sondern jede Pflanze braucht einfach so 10, 15 cm Abstand. Und das mache ich jetzt mit meinen Pflänzchen. Der Mai ist der beste Monat, um Kartoffeln zu pflanzen und da gibt es eine richtig tolle Pflanztechnik, mit der man auf einer Wiese ohne viel Arbeit neue Beete anlegen kann und trotzdem noch eine Menge Kartoffeln erntet. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut gerne da vorbei. Ansonsten werden ja jetzt auch noch ganz viele andere Gemüse ausgesät und gepflanzt. Welche das sind, zeige ich euch da drüben und dann geht raus und macht die Welt ein bisschen grüner und wir sehen uns nächsten Samstag um 10 Uhr für ein neues Video. Macht's gut! Tschüss.